Du willst schon immer mal wissen, wie du eigentlich deine Federgabel oder deinen Dämpfer so ein gewisses Grundsetup einstellen kannst. Das zeige ich dir heute in diesem Video, denn ich sehe sehr viele Leute, die mit völlig falsch eingestellter Federung unterwegs sind. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Mein Name ist Basti und ich zeige euch heute, wie ihr so ein gewisses Grundsetup in eure Federelemente reinbringen könnt. Alle, die Trekkingräder fahren, nicht gleich wegschalten, denn es gibt in den heutigen Trekkingrädern auch größtenteils Federgabeln, die ihr genauso einstellen könnt. Solange es eine Luftgabel ist, also als Federmedium Luft, meistens durch so eine Luftkappe oder steht R drauf, gekennzeichnet, wenn sowas drinnen ist, dann könnt ihr das genauso tun. Wir zeigen es euch hier am Beispiel eines Mountainbikes, weil da halt einfach die Federelemente sehr prominent sind. Aber wie gesagt, das geht für Trekkingräder, für Crossräder, die haben meistens die ähnlichen Federgabeln mit drinnen und die könnt ihr natürlich auch einstellen. Was brauchst du jetzt für Werkzeuge, um sowas zu machen? Da brauchst du eine Unmenge an Spezialwerkzeugen und zwar solche. Das ist ganz einfach, eine Dämpferpumpe und ich habe jetzt hier Kabelbinder. Kabelbinder, kommen wir gleich dazu, warum. Aber das wichtigste Element, was du dafür brauchst, ist eine Dämpferpumpe. Nicht zu verwechseln mit einer normalen Luftpumpe. Die hier bringt aktuell 400 PSI. 400 PSI heißt 28 Bar kann die drücken. Also das ist schon eine Menge. Und in den heutigen Federelementen, da ist so ein Druck drinnen, da kann es schon mal bis 300, 350 PSI gehen, je nachdem wie schwer ihr natürlich auch seid. Aber das sind richtig hohe Drücke und die muss man erstmal da reinbekommen. Die werdet ihr mit einer normalen Pumpe nie im Leben erreichen. Mit solchen Dämpferpumpen geht das. Aber auch wichtig zu wissen, es gibt immer Dämpferpumpen, die auch ein bisschen weniger reindrücken können. Also da bitte auf der sicheren Seite sein und einfach mal schauen, dass ihr so im Bereich zwischen 300, obwohl 300 ist sogar schon ein bisschen wenig, also 350 mindestens, 400 ist eigentlich genau das Richtige. 400 PSI, dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil eben, wie gesagt, heutzutage sehr viel und sehr hohe Drücke in diesen Federelementen vorherrschen. Kommen wir mal zur Federgabel. Was ist eine Federgabel? Eine Federgabel ist ein Federelement, was Unebenheiten der Fahrbahn ausgleichen muss. Sprich, sie muss auf Schläge reagieren können, also wenn ihr springt oder einen Bordstein runterfährt. Sie muss aber auch, und das vergessen immer viele, sie muss auch Löcher ausgleichen können. Also sie muss auf einer optimal eingestellte Federung, merkst du eigentlich gar nicht, weil du dir vorkommst, als würdest du die ganze Zeit auf einer Ebene fahren, obwohl unter dir alles relativ schnell arbeitet. Eine Federgabel selber besteht aus zwei prominenten großen Teilen. Das ist einmal das Casting, das ist hier der untere Teil, das ist der bewegliche Teil und die Standrohre. Standrohre sagt schon, es bleibt stehen, das sind diese oberen Rohre. Das sind eben die Standrohre, die fest am Rad quasi verbaut sind. Also sie sind nicht am Rad verbaut, aber halt fest mit dem Rad verbunden. Und der untere Teil, das Casting, das bewegt sich komplett mit. Es gibt auch Gabeln, die sind umgedreht. Also da habt ihr dann das Casting oben und die Standrohre unten. Das ist dann, schaut dann ein bisschen anders aus. Die heißen dann Upside-Down-Gabeln. Die gibt es nur im extrem hochwertigen Bereich. Also Intent ist so eine Firma, die solche Gabeln herstellt. Oder alte Manitou-Gabeln hatten das auch. Wir gehen aber jetzt mal von einer normalen Gabel aus. Und da gucken wir jetzt halt auch nochmal genauer auf die Einsteller. Jetzt gibt es an so einer Federgabel viele Rädchen, die man drehen kann. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Das kommt immer auf die Hochwertigkeit der Gabel an. Also sprich, eine höherwertige Gabel, meistens eine teurere Gabel, hat mehr Einstellrädchen als eine günstigere. Ihr dürft jetzt nur nicht verwechseln, dass jetzt eine mit weniger Einstellrädchen die bessere Gabel sei. Das kommt immer auf den Anwender drauf an. Wenn du natürlich Rennen fährst, wenn du es extrem performant haben willst, dann solltest du natürlich eine aussuchen, die viele Möglichkeiten bietet, sich optimal einstellen zu lassen. Wenn du allerdings einer bist, der sagt, nee, ich will das eigentlich gar nicht, ich möchte nur einen Knopf haben, wo ich ein bisschen drehe und dann verändere ich die Eigenschaften zu Lockout, also quasi zum Nicht-mehr-Federn, dann langt meistens eine günstigere Gabel, weil wozu brauchst du diese ganzen Einsteller? Und viele sind davon auch erschlagen. Also es gibt zwar ein gewisses Grundsetup, das der Hersteller vorgibt, aber meistens optimiert man da dann doch noch relativ viel rum. Also
wenn ihr wirklich etwas, ich möchte jetzt nicht faul sagen, aber wenn ihr jetzt halt einfach ein bisschen weniger Einstellungen haben wollt, dann schaut euch lieber im etwas günstigeren Bereich um. Da gibt es genauso gute Gabeln, die sich wesentlich einfacher verstellen lassen. Jetzt haben wir immer zwei Farben. Also ich sage jetzt mal, bei 95% der Gabeln sind diese Farben eigentlich identisch. Wir haben Blau und wir haben Rot. Rot ist meistens immer ein bisschen versteckt, weil das ist auf der Unterseite der Gabel. Blau ist meistens prominent schön hier oben. Jetzt haben wir hier bei einer Fox zum Beispiel haben wir eine blaue Luftkappe, die ist jetzt erstmal nicht als Einsteller zu sehen, sondern das ist einfach nur eine blaue Kappe, die kann auch mal schwarz sein oder man kann sich wie bei meinem Mondraker einfach mal einen Bierdeckel oben drauf bappen, aber es gibt da auf der anderen Seite einen Einsteller, der nennt sich Druckstufe. Könnt euch mal merken, blau ist immer die Druckstufe und rot ist immer die Zugstufe. Druckstufe heißt, wie federt die Gabel ein, also wie ist das Fahrverhalten auf unebenem Untergrund, wenn sie einfedert. Die Zugstufe wiederum ist die Geschwindigkeit oder die Einstellung, wie die Gabel wieder ausfährt. Die ist eminent wichtig, da müsst ihr wirklich drauf schauen, weil es kann nämlich sein, wenn die zu schnell ist, dann hebelt es euch aus und wenn sie zu langsam ist, dann könnt ihr über mehrere schnelle darauffolgende Schläge einfach nicht mehr genug ausfedern und sie komprimiert sich immer weiter zusammen. Das ist eben genau die Krux, diesen Punkt zu finden, wo sie so schnell wie nötig arbeitet, aber auch so langsam wie möglich. Nein, so langsam wie nötig und so schnell wie möglich. Keine Ahnung, sie soll auf jeden Fall mittendrin, sie soll schnell ausfedern, sie soll aber auch nicht zu schnell ausfedern. Das ist die ganze Kunst. Kommen wir mal zu den Einstellungen. Wichtig dabei ist, dass ihr jetzt erstmal rausfindet, wie viel ihr wiegt. Mit Klamotten und mit etwaiger Ausrüstung. Also solltet ihr irgendwie einen Helm, einen schweren Helm haben, dann setzt den mit auf, stellt euch auf die Waage. Einen Rucksack, wenn ihr ständig mit Rucksack fahrt, macht den genauso voll, wie ihr normalerweise fahren würdet und stellt euch damit auch auf die Waage. Also ihr müsst quasi so, wie ihr Fahrrad fahrt, so müsst ihr euch auf die Waage stellen. Und dieses Gewicht brauchen wir. Dieses Gewicht ist dann quasi das, wonach wir den Sag, das ist der Negativfederweg, einstellen können. Der Negativfederweg ist genau dafür zuständig, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ihr, wenn ihr über Löcher fahrt, die Gabel noch ausfedern kann. Und das ist eben eminent wichtig. Es gibt verschiedene Prozentzahlen, die ihr da einhalten solltet. Also es ist je nachdem, was ihr fahrt. Wenn ihr im Trekkingrad fahrt, wenn ihr vielleicht tourenorientiert fahrt, dann langt, wenn ihr so um die 15-20% Negativfederweg einstellt. Wenn ihr allerdings mehr ins Abfahrtsorientierte kommt, dementsprechend mehr braucht ihr auch Negativfederweg. Also da beim Downhill sind wir dann so im Bereich 30%. 30% des gesamten Federwegs, den ihr habt. Und das stellen wir eben mit der Dämpferpumpe. Und falls kein so ein Ring mehr drauf ist, also hier ist ja jetzt so ein Gummiring, der ist am Werk immer drauf. Falls dieser Ring nicht mehr da ist, dafür brauche ich jetzt meine Kabelbinder. Die macht ihr einfach locker mal um diese Standrohre rum. Nicht zu fest machen und dann könnt ihr, also sie dürfen nicht von automatisch runterfallen, sie sollen schon halten, aber passt auch auf, dass die sauber sind und dann könnt ihr die als euren neuen Gummiring quasi einmal nehmen. Und dafür brauchen wir jetzt halt insgesamt mal die Luftkappe, die müssen wir hier runterschrauben. Wichtig ist auch, solltet ihr eine Federgabel haben, also hier ist ja jetzt dieses Federmedium Luft, es gibt aber auch welche, die haben da eine Feder drin, dann könnt ihr das nicht einfach mit einer Dämpferpumpe machen, sondern dann müsst ihr die Feder anhand eures Gewichts tauschen. Da gibt es gewisse Bereiche, die ihr da habt, also von 75 bis 90 Kilo zum Beispiel und diese Feder müsst ihr dann da einbauen. Das ist eigentlich relativ einfach, aufschrauben, oben einmal rausziehen, dann habt ihr schon die Feder draußen, die neue rein und wieder rein und dann hat sich das erledigt. Aber im heutigen Bereich und auch vor allem im Trekkingradbereich sind halt so Luftgabeln sehr prominent und die könnt ihr mit der Dämpferpumpe und auf der linken Seite meist mit dem Ventil einstellen. Die Kappe ist jetzt weg, ich muss jetzt das Rad, dann nehmen wir das Rad und hocken uns einfach nur drauf. Wichtig ist, wenn ihr alleine seid, dann könnt ihr euch irgendwo einen, zum Beispiel wenn ihr im Wald sowas macht, was ihr vielleicht nicht unbedingt im Wald machen solltet, aber wenn ihr daheim seid, im Keller oder sowas, dann lehnt euch einfach an eine Wand. Wichtig ist jetzt, dass ihr den Gummi oder den Kabelbinder ganz nach unten zieht und dann stellt euch einfach mal auf und belastet das Rad so, wie wenn ihr fahren würdet. Also einfach ganz normal hinstellen und die Federung am besten einfach mal ein bisschen einfedern lassen. Nicht wippen, das ist ganz wichtig. Wippen bringt uns jetzt nicht weiter. Das heißt, wir wollen ja einfach nur den Weg haben, den die Gabel ausfedern kann. Jetzt gehen wir vorsichtig wieder runter.
Und wir benötigen jetzt je nach Fahrweise einfach einen gewissen Wert. Also wir haben jetzt halt hier ein Enduro, eher auch im abfahrtsorientierten Bereich. Das heißt, wir fahren hier mit 30% Sag. Alle, die ein bisschen straffer fahren wollen, die können hier natürlich auch 25% reinknallen oder 20%, je nachdem, wo ihr euren Fokus legt. Aber im Normalfall sagt man immer so, bei Downhill-Rädern abfahrtsorientiert bleibt man so ungefähr bei 30% Sag. Wir haben jetzt hier 170 mm und 30% Sag davon wären 51 mm, also der Ring müsste bei 51 mm stehen bleiben. Jetzt ist es so, dass die meisten Hersteller, sowohl RockShox als auch Fox, gewisse Tabellen haben, an denen ihr euch auch orientieren könnt. Also zum Beispiel bei RockShox steht direkt auf der Gabel so eine Lufttabelle drauf, hier ist jetzt auch eine kleine drauf und danach könnt ihr euch auch schon richten. Sinnvoller ist allerdings immer, dass ihr es selber ermittelt, weil erstens befasst ihr euch so mit eurer Gabel und zweitens ist es einfach noch ein bisschen genauer. Es ist einfach ein bisschen besser, das Ganze dann einzustellen. Gut, wir sind jetzt bei 30. Wir müssen jetzt ein bisschen Luft rauslassen. Das kann man einfach hier oben über dieses Ventil machen. Da kann man einfach ein bisschen drauf drücken, dann kommt schon ein bisschen was raus und dann heißt es wieder messen. So, dann wieder drauf. Federt am besten das Rad noch mal ein bisschen durch, also dass es halt auch wirklich ein bisschen sich ausgleichen kann von den Luftkammern her. Und dann geht es wieder aufs Rad drauf. Wieder einfach ein bisschen belasten, so dass es wirklich wie als wenn ihr ganz allein auf diesem Rad steht. Und dann vorsichtig absteigen, dass sich da auch nichts mehr verstellt. Wir sind jetzt immer noch ein bisschen weiter drunter. Wir sind jetzt ungefähr bei 40, wir brauchen aber 51. Ich würde sagen, zwischen 40 und 51 mm ist alles eigentlich ziemlich in Ordnung. Jetzt heißt es wieder noch ein bisschen Luft rauslassen. So, wir sind perfekt bei 51 mm. Also wir sind wirklich super bei 30%. Wie gesagt, wer es ein bisschen straffer haben will, kann da gerne auch 25, 20 reinmachen. Aber eigentlich angedacht sind so um die 30%. Jetzt haben wir diesen Negativfeder. Wie ihr seht schon, das ist ein Riesenweg, den die Gabel eigentlich ausfedern kann. Und das ist auch der Sinn des Ganzen, was wir hier machen. Also im abfahrtsorientierten Bereich sind die Löcher halt einfach wesentlich größer, wenn ihr da irgendwelche Steine überquert. Und dafür ist dieser Federweg gut. Den kann die Gabel nun einfach nach unten ausfahren, ohne dass ihr eigentlich theoretisch viel merkt davon. Dann geht es jetzt weiter mit Druck- und Zugstufe. Also wir haben jetzt hier die roten Einsteller. Hier steht jetzt drauf HSR und LSR. LSR steht für Low Speed Rebound und HSR steht für High Speed Rebound. Was ist das jetzt? Der Low Speed Rebound ist circa auf 3/4 der kompletten Gabel, wenn sie einfedert, befindet sich eigentlich der Low Speed Rebound. Der High Speed Rebound setzt erst später ein. Das ist dann so das letzte Drittel der ganzen Einfederung, ist dann der High Speed Rebound. Weil der Highspeed Rebound muss etwas schneller arbeiten, da in diesem letzten Drittel der Federweg relativ schnell wieder ausfedern muss. Hier unten ist es nicht so wild, wenn er ein bisschen langsamer ist. Hier oben muss er aber schnell raus, sonst würdest du irgendwann die Gabel so eben komprimieren, dass du dann irgendwo auf Block geht und das wollen wir ja nicht. Das heißt, im obersten Drittel, also ich sage jetzt mal ein Drittel davon, wäre quasi der Highspeed Rebound. Der wird jetzt, wenn ihr den einstellt, wird sich da gar nicht so viel verändern. Was ihr jetzt merkt, wenn ihr das ein bisschen jetzt einstellt, stellt ihr es über den Low-Speed Rebound ein. Der High-Speed Rebound ist dann eben, wie gesagt, nur wenn ihr dann wirklich im Gelände unterwegs seid, dann könnt ihr den ein bisschen verändern. Oder besser gesagt, dann erst könnt ihr den richtig einstellen. Aber ich stelle den meistens immer so auf die Hälfte der kompletten, also ihr könnt die einmal komplett durchdrehen, dann wisst ihr, wie viele Rasterungen ihr habt und da ungefähr auf die Hälfte oder vielleicht so das erste Drittel in diese Regionen einstellen. Und den Low-Speed Rebound, den können wir jetzt verändern in diesem Test und so erstmal das Grundsetup auch für die Ausfahrgeschwindigkeit in den ersten zwei Dritteln festsetzen. Und das machen wir jetzt. Indem ihr einfach mal euch komplett drauf lehnt auf das Rad, dass das wirklich gut komprimiert und dann relativ schnell loslasst. Also richtig drauf und dann darf das Vorderrad nicht abheben. Es ist jetzt hier natürlich vom Untergrund her ein bisschen tricky, weil das schon barzig ist, da geht das auch schon mal nicht so. Aber das Vorderrad darf nicht abheben. Sollte das Vorderrad abheben, dann ist sie zu schnell eingestellt. Und dann müsst ihr die ein bisschen zudrehen. Bei RockShox ist es so, dass es einen Hasen und eine Schildkröte gibt. Die Schildkröte steht für langsamer und der Hase steht für schneller. Also dann dreht ihr in die Richtung der Schildkröte. Bei Fox ist es so, dass ihr einfach
wie eine Schraube. Also mit dem Uhrzeigersinn wird die immer langsamer und gegen den Uhrzeigersinn wird sie schneller. Hier ist es jetzt so, dass er auf gar keinen Fall abhebt. Also es ist relativ eher schon auch auf der etwas langsameren Seite. Wir können jetzt halt also die Low Speed oder die High Speed können wir ein bisschen rausnehmen wieder. Und dann machen wir das gleiche Spiel einfach nochmal von vorn. Jetzt hebt nichts mehr ab. Also ich habe es einmal kurz ganz aufgedreht und dann wieder ein bisschen reingedreht. Jetzt hebt nichts mehr ab. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich so an der Grundposition. Jetzt kommen wir weiter nach oben. Kommen wir zu den blauen Einstellern. Das ist die Druckstufe oder im Englischen Compression. Meistens steht Compression drauf. Das heißt, das ist dann die Druckstufe, die ihr einstellen könnt. Es ist jetzt hier bei dieser Gabel so, dass wir natürlich das Maximum an Einstellungen haben. Die habt ihr vielleicht nicht daheim, weil ihr eine etwas einfache Gabel habt. Aber die Grundeinstellung funktioniert eigentlich genauso. Hier ist es jetzt so, dass wir ein blaues Rad haben für die normale Druckstufe, für die High-Speed-Compression und ein schwarzes kleines Rädchen für die Low-Speed-Compression. Die Low-Speed-Compression ist die Einstellung, die ihr in langsameren Einfederungsgeschwindigkeiten habt. Wenn ihr also um Kurven fahrt, zum Beispiel Anliegerkurven, also ihr fahrt relativ schnell in so eine Anliegerkurve, das ist ein langsames Einfedern, das könnt ihr mit dieser LSC, also der Low Speed Compression, einstellen. Das macht Sinn, wenn ihr zum Beispiel sehr viel im Bikepark unterwegs seid, da bietet diese Einstellung noch mal ein bisschen mehr Performance, weil meistens haben es die Gabeln so, wenn du das nicht einstellen kannst, dann wird so eine Grundeinstellung wird ganz schnell in solchen Passagen dann etwas zu weich und dann sackt euch das Fahrwerk so ein bisschen ein. Deswegen, wenn ihr viel im Bikepark unterwegs seid, machen natürlich auch mehr Einsteller auch ein bisschen Sinn. Die blaue, also die High-Speed-Compression, das ist die Druckstufe, die ihr braucht, um sämtliche Unebenheiten eigentlich richtig abzufedern. Also heißt schnelle Schläge, große Sprünge, sowas in die Richtung macht ihr dann über die High-Speed-Compression. Und die ist allerdings eine Einstellung, die ihr je nach Untergrund macht. Also die kann ich euch jetzt nicht an die Hand legen, hier macht da 15 Klicks rein, weil das ist je nach Trail unterschiedlich. Hier kommt es einfach darauf an, wie hart möchtest du deine Gabel haben. Die Druckstufe ist meistens der Knopf, dreht den bitte mal von ganz offen auf ganz zu und fühlt dieses Fahrwerk, also drückt dann mal ein bisschen rum, dann werdet ihr merken, was das für eine Auswirkung hat. Und da könnt ihr, ich gehe manchmal von der Mitte aus, ein bisschen ein Klick nach links, also quasi noch mal ein bisschen offener. Sie sollte nach Möglichkeit halt nicht zu hart sein, damit ihr auch nicht die Hände so schnell ermüden oder damit ihr halt auch den Federweg ausnutzt. Ist sie zu weich, also ist sie gar nicht mit drin, habt ihr meistens das Problem, dass die Gabel zu sehr durch den Federweg rauscht. Also, dass ihr dann wirklich so bei kleinsten Sprüngen schon komplett den halben Federweg nutzt oder den ganzen Federweg nutzt, das macht halt auch keinen Sinn. Deswegen müsst ihr da immer ein bisschen justieren. Sinnvoll wäre es, wenn ihr eine eigene Strecke habt, also einen Hometrail habt, wo ihr immer fahrt und die auf diese Strecke dann auch einstellt, dann wisst ihr zumindest, was hat die Auswirkung dazu. Dann sind wir eigentlich bei der Gabel in der Grundeinstellung schon mal durch. Wichtig ist, das hätte ich jetzt auch fast vergessen, der Max hat mich zum Glück vorher noch dran erinnert, Kapperle wieder drauf, also macht eure Luftkappe wieder drauf und macht eure, gerade bei der Fox, eure Zugstufenkappe wieder drauf, weil nichts ist ärgerlicher, wenn ihr dann mal an einem Stein hängen bleibt und euch da diese ganzen Einsteller verreißen, das ist einfach nicht so angenehm. Deswegen macht die drauf, dreht sie nicht zu fest, weil sonst kriegt ihr die irgendwann nicht nur noch mit der Zange runter, sondern so lauwarm, wird es der Tobi, glaube ich, sagen, handwarm, dann passt es auch und dann seid ihr hier vorne im vorderen Bereich schon mal ready to go. Wir gehen jetzt zum Dämpfer hinter. Wir haben jetzt hier auch wieder so einen riesigen Dämpfer. Ihr daheim habt vielleicht diesen Ausgleichsbehälter nicht oder habt vielleicht einen Stahlfederdämpfer, dann ist dieses Video ein bisschen anders, weil dann müsst ihr euch einfach eine andere Feder kaufen, die auf euer Körpergewicht passt und ihr seid eigentlich schon mit der Grundeinstellung fertig. Hier ist es jetzt halt so, wir haben hier den Dämpfer. Also der Dämpfer hat ja auch genau die gleiche Eigenschaft oder besser gesagt die gleiche Aufgabe wie die Federgabel. Er muss die Unebenheiten schlucken und er muss nach Möglichkeit, wenn ihr über unebenes Gelände fahrt, auch Löcher ausgleichen. Es ist 1:1 wie eine Federgabel einzustellen. Sprich, wir stellen hier erstmal den Luftdruck ein, danach gucken wir uns die Zugstufe an und die Kompression, also quasi die Druckstufe hier, die ist meistens, gerade bei solchen Rädern, die auch ein bisschen für Bergauffahren gedacht sind, da haben wir immer nur meistens drei Einstellungen. Also im Optimalfall drei, es gibt aber auch nur zwei teilweise, da habt ihr dann Offen und Lockout zum Beispiel. Da könnt ihr eigentlich gar nicht so viel
rumstellen. Also es ist dann quasi die Grundeinstellung beim Dämpfer, nur der Luftdruck und die Zugstufe einzustellen und das war's. Ihr könnt schon noch diverse Einstellungen in dem Dämpfer selber machen. Davon rate ich aber euch ab, wenn ihr keine Ahnung von Federelementen habt, weil da sind, wie gesagt, richtig hohe Drücke drinnen. Und wenn ihr da auch mal nur vergesst, den Druck abzulassen, dann zerreißt euch den halben Dämpfer. Das ist kein Spaß. Da werdet ihr aber auch nicht die Ersten, denen das passiert. Aber wie gesagt, von internen Sachen lasst da lieber die Finger weg, sondern schickt euren Dämpfer dann vielleicht zu irgendeinem Federgabelservice. Die machen meistens auch Optimierungen, weil da sind kleine Ölkanäle drinnen, die über gewisse Platten gesteuert werden. Und diese Platten kann man verändern oder die Öffnungen der Ölkanäle kann man verändern. Und so könnt ihr nochmal das Maximum aus eurem eigenen Dämpfer dann rausholen. Aber wir fangen jetzt mal erstmal wieder mit dem Luftdruck an. So, wichtig hierfür ist erstmal alles aufschrauben. Also die Druckstufe auf offen, dass die auf, nicht auf firm, firm ist meistens immer die geschlossene, sondern auf offen und dann federt einfach mal so ein bisschen da durch. Dann merkt ihr schon, okay, so ist es jetzt halt in der ganz offenen Einstellung. Und dann den Ring wieder hoch und dann nach Möglichkeit das komplette Gewicht drauf, aber nicht wippen. Vorsichtig wieder runter und dann haben wir hier schon unseren Ring dran und den messen wir jetzt wieder. Genau, dieses Rad hat jetzt 170 mm Federweg auch am Heck. Allerdings können wir jetzt nicht einfach die Prozent von diesen 170 nehmen, denn wir haben ja hier nicht eine Kolbenstange, die 170 mm ist, sondern wir haben über dieses ganze Konstrukt Hinterbau haben wir einen Dämpfer, in Verbindung mit dem Dämpferhub haben wir nur die 170 mm. Sprich, wir haben an dem Dämpfer selber einen gewissen Hubbereich und den gilt es zu wissen. Den kriegt ihr raus, indem ihr euren Dämpfer erstmal anguckt, was ist für ein Dämpfer, dann könntet ihr theoretisch drauf schließen, aber es gibt diese Dämpfer in zig verschiedenen Einbaulängen, also lasst euch da nicht verwirren, sondern schaut bei eurem Fahrradhersteller, schaut da mal drauf. Meistens, hier bei Stevens ist es zum Beispiel so, dass es in der Ausstattung nicht beim Rahmen dabei steht, sondern beim Dämpfer selber, da steht der Federweg 170 und da steht die Einbaulänge mit 205 und der Dämpferhub mit 65 mm und das ist unser Maß, was wir brauchen. Also er kann hier 65 mm einfedern. Und davon nehmen wir jetzt wieder die 30%. Wir sind dann hier bei 19,5 mm, die wir einfedern sollen. Und jetzt halt messen wir mal, was wir jetzt halt aktuell haben. Das ist nämlich um einiges mehr. Man misst den Hub immer von oben, also das, was ihr eingefedert habt, weil es bewegt sich hier diese obere Stange sozusagen, also dieser obere Bereich, der bewegt sich und hier unten ist euer Standrohr. Also das untere ist fest fixiert, das obere bewegt sich, deswegen messen wir immer von diesem Standrohr aus. Ob das jetzt oben oder unten ist, ist immer nicht genau definiert, weil es gibt auch Räder, da ist der Dämpfer umgedreht eingebaut. Also von dem her, der größere Teil des Dämpfers, von da an messt ihr. Also da, wo die Kolbenstange in diesen großen Behälter reingeht, das ist unser Maß bis zum Ring. Und das messen wir jetzt mal. Sind wir bei 31 mm, also es ist viel zu viel. Wir müssen da also jetzt Luft reinpumpen. Dazu machen wir einfach nur diese Kappe auf. Und hier ist es noch wichtiger, dass ihr aufpasst, wo ihr diese Kappe hinlegt. Ich weiß nicht, wie viel Kappen ich in meinem Leben schon nicht mehr wiedergefunden habe. Also hebt diese Kappen auf und dann brauchen wir die Dämpferpumpe. Sitzt hier ungefähr bei 180 PSI, also da können wir schon noch mal ordentlich reinknallen. Das schaut jetzt aber schon sehr gut aus. Jawohl. 19, das lassen wir jetzt gut sein. So, als nächstes geht es wieder an die Zugstufe. Da ist es genau das Gleiche. Es darf einfach nicht abheben. Das ist ganz wichtig. Hierfür könnt ihr einfach das Rad nehmen, es auch wieder komprimieren und einfach schnell loslassen. Man sieht, es hüppelt ein bisschen. Deswegen drehen wir jetzt ein bisschen rein. 14 Stufen sind maximal, die ihr drehen könnt. Und wir drehen jetzt mal so vier Stufen rein. 1, 2, 3, 4. Das ist immer noch ein bisschen. 1, 2. So. Das ist auf jeden Fall mal eine Grundeinstellung, die ihr machen könnt. Wir sind jetzt halt hier bei 6 Stufen, also 6 Klicks, die ihr da eingestellt habt. Das ist auch wieder so ein Thema, da könnt ihr dann immer noch ein bisschen nachjustieren. Es ist ja auch sehr einfach, hier am Dämpfer einfach noch mal schnell ein bisschen nachzujustieren. Genau, und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr an Luftdämpfern jetzt größtenteils einstellen könnt. Wichtig, wie immer,
Kapperl drauf. So, und somit haben wir eigentlich ein Grundsetup. Das ist jetzt ein Grundsetup und es heißt nicht, dass ihr auch gerne an eurer Federung einfach ein bisschen rumdrehen könnt. Macht das bitte, denn nur so findet ihr raus, was welcher Schalter macht. Das ist das Gleiche wie bei einer Schaltung. Da schaltet man auch einfach mal ein bisschen rum und probiert sich ein bisschen aus. Bei der Federung ist es genau das Gleiche. Solange ihr mit einem menschlichen Verstand arbeitet, geht da auch nichts kaputt. Aber so findet ihr raus, was macht welche Einstellung. Wichtig dabei ist, dass ihr das vielleicht nicht gerade auf der krassesten Downhill-Strecke der Welt macht, sondern halt einfach mal auf Strecken, die ihr kennt, wo ihr dann genau wisst, wie reagiert mein Rad normalerweise in der Situation und wie kann ich das jetzt verändern. So habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch dann auf verschiedene Strecken einzustellen. Also fahrt ihr mal woanders hin, dann habt ihr einfach noch mal die Chance, darauf auch zu reagieren, wenn es da mal ein bisschen ruppiger wird oder wenn es da dann auch ein bisschen softer wird, sodass ihr das ganze Fahrwerk wieder ein bisschen härter stellen könnt. Das ist jetzt einfach diese Grundeinstellung, an die könnt ihr euch halten. Sollten irgendwelche Fehler sein, dann dürft ihr da natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben und mich korrigieren. Wichtig dabei ist, macht es vielleicht nicht so wie ich hier auf einem Trail mit unebenem Gelände, sondern macht es auf einer Geraden, am besten draußen vorm Haus, vor der Garage oder sonst irgendwo, wo ihr euch anlehnen könnt. Das ist auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich. Und so kommt ihr dann auch relativ gut in eure gewünschten Einstellungen rein. Das soll es erstmal gewesen sein von mir. Wie gesagt, solltet ihr irgendwelche Anregungen haben, ab in die Kommentare damit. Solltet ihr noch nicht abonniert haben, dann dürft ihr es natürlich auch gerne machen. So verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Und es geht ja nicht um die technischen Themen, es geht auch um lustige Themen. Wir stellen euch die neuesten Räder vor. Also bleibt dabei und vielleicht sehen wir uns mal hier auf dem Trail, wenn wir mal wieder Fahrräder testen hier draußen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Gruß, euer Basti.